Aufnahme läuft. Mann. Willst du meinen Tag starten? Kann ich machen, ja. Jetzt fahren wir durch die französische Grenze bald, aber erstmal Colabersia, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Danach fahren wir weiter zu Col d'Isoar in Frankreich, danach eine schöne Schotterstraße und dann Col du Parpaillon. Das ist ein Pass mit einem Tunnel in der Mitte und danach fahren wir auf Col de la Bonette. Genau. Und ich war die Lila. Ich habe heute die Vorstellung gemacht. Wir sind jetzt hier am Lago Nero, auf der italienischen Seite noch, aber auf dem Weg nach Frankreich. Wir hatten gerade eine wunderschöne Offroad-Passage oder Schotterpassage und ja, genießt jetzt hier die Aussicht. Hier sind auch noch ein paar Kühe. Da oben eine kleine Bergalm und natürlich der See. Und Lila. Hallo. Hier ist noch etwas kamerascheu. Alter. Staubteufel davon, ich sehe doch schon wieder die Wolken. Hast du wieder zu stark am Hahn gedreht? Denk an dein Profil. Ich? Ja, du. Hier ist alles voll mit Staub. Ah. Du würdest genau das Gleiche machen. Nein, ich fahre ganz entspannt hoch. Ich habe keine durchdrehenden Reifen. Wo geht's denn lang? Ich auch nicht. Wow, schöne Aussicht. Ja. Ich will mein GoPro. Auch heute aufsetzen. Ja genau, das ist auch schön. Dann klaue ich noch ein paar Aufnahmen von dir. Das wäre wirklich gut. Weiß es nicht, ob ich Justy oder mit dem Helm aufnehmen soll. Ja, das kann ich dir jetzt auch nicht ad hoc sagen. Beim Helm hast du halt immer die Blickrichtung. Und natürlich guckst du mit den Augen anders, als sich dein Kopf verhält. Also du kannst den Kopf zum Beispiel nach unten geneigt haben und mit den Augen so leicht nach oben gucken. Aber die Kamera zeigt dann zum Beispiel auf den Boden. Das sind so Sachen, auf die man dann achten muss. Und beim Chesty, ja, ist halt so wie dein Chest ausgerichtet. Ja, aber wenn ich stehe, dann... Das ist... Ja, im Stehen ist es natürlich gut. Ja. Schöne Straße. Ja, sehr schön. Das Gute ist, wir haben schon ein bisschen Offroad-Erfahrung gesammelt in den nächsten paar Tagen. Und dann können wir diese Straßen wirklich nur genießen.
Ach, eine Steinfigur. Ha. Und drei Festungen. Nochmal? Drei Festungen vor uns. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Oh, vier. Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Fuck, fünf Festungen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Siehst du? Nö. Ein paar habe ich gesehen, aber fünf mit Sicherheit nicht. Es gab fünf. Aber sie haben die gleiche Farbe wie der Schein und die Kauf. Also drei. Und auf der anderen Seite zwei. Nach der spektakulären Auffahrt durch Pinienwälder und lose Geröllhalden sind wir oben angekommen, direkt zum Obelisken gefahren. Dieser markiert mit 2360 Metern die höchste Stelle der Passstraße. Auf seiner Gedenktafel wird an Generalbaron Berger und die Troupes Alpines, die die strategisch bedeutsame Route 1 errichteten, gedacht. Heute stellt der Obelisk ein begehrtes Fotomotiv für Fahrrad, Motorrad und sogar Autofahrer dar. Ach, ein Mini! Von Genfer See bis zum Manton, also das neben Nizza, gibt es eine Straße mit super vielen Alpenpässen. Das nennt sich Route des Grands Alpes. Das wollte ich letztes Jahr fahren. Ja, das kenne ich auch. Und das ist ein Pass davon. Ah. Und diese Schriften sind von Tour de France, glaube ich. Ja. Puh, ich habe runtergeschaut und wäre fast runtergefahren. Okay, ich mag das nicht. Aber es war schön. Schöner aus. Schön okay. Meine Idee heute Morgen war falsch. Warm anzuziehen. Ja, du hast aber ja gesagt, wir fahren hoch. Ja. Vielleicht kommt es ja noch. Ja. Ich wollte nicht, dass wir uns erkälten, aber ich habe es nicht gewusst, dass es 30 Grad wird hier. Ja, ich glaube nicht, dass wir uns erkälten. Also wir werden da links nicht daran. Ja. Ja.
genau. Ich wusste nicht, ob diese Straße hier im Tal fährt. Wie auf dem Visier. Oh. Okay, man muss schon hier aufpassen. Ja, auf jeden Fall. Meine Kamera muss ich noch einschalten. Willkommen im Club. Ja. Ich hab mal hier angemacht. Wie weit weg ist das Auto hinter uns? Das wird jetzt bestimmt einrollen, denke ich. Ich weiß nicht, wie weit es weg ist. Naja, vielleicht auch nicht so ein Acker, wie das hier wieder ist. Ich halte hier ein. Ja, ich fahre noch ein Stück vor, wo es angenehmer ist. Ja. Ich halte hier. Was ist dann? Ich fahre ein paar schnelle Kurven und dann kontrolliere ich, ob das dann ist. Alter, an hier, kontrolliere meine Kamera. Ja? Okay, wieder an. Können wir etwas langsamer fahren? Ja. Okay.
Ja, hier sollte man keine Fehler machen. Da geht's bergunter. Ja, da hatten wir schon viel schlimmere Stellen. Viel, viel schlimmere. Schneller, bevor wir hier noch alles dran ist. Da ist gerade eben irgendwas rumgeflogen, wo ich nicht wusste, ob es von dir ist oder von der Straße. Kannst du vorfahren, weil ich abfahren. Ja, warte. Alle Schrauben? Ja, alle da. Okay, dann war es einfach was von der Straße.
Hast du das Murmeltier gesehen? Nein. Du hast ein Murmeltier ausgeschaut. Das ist einfach so rechts von dir. Ja, okay. Ich suche mir einen aus. Ich bin so froh, dass wir das hier schon angekündigt haben. Ja, ich auch. Du hast die Schranke vorhin voll zerstört. Ja? Die lag auf dem Boden. Ja? Ja, wir mussten die wieder zusammenbauen, deswegen hat es so lange gedauert. Ja, ich hatte Angst, dass Strom in mir ja. kommt, deswegen. Nee, war okay. Okay, weiter? Wie geht's? Tunnel de Papillon nach einer sehr coolen Auffahrt, lange Strecken über Schotter und gleich geht es noch durch den Tunnel durch. Ich hoffe, ihr seht das gut und natürlich haben wir auch noch eine sehr schöne Aussicht ins Tal. Thank you.
musste anhalten. Mein Motorrad hatte sich irgendwas gefangen oder hat irgendein komisches Geräusch gemacht. Mhm. Aber ich habe nichts gesehen und dann war es auch wieder weg. Okay, gut. Ja, ich freue mich, dass du nichts hattest. Alles in Ordnung. Wenn du sowas machst, kannst du piep piep machen. Ja, ich wollte, das war ja eine schwierige Strecke, ich wollte jetzt dich nicht in Panik versetzen, deswegen habe ich einfach angehalten. Ja, aber dann sitze ich kurz und gucke, ob du anhältst. Ja. Okay, ich kann piep piep machen. Ja, okay. Ich habe dran gedacht, aber dachte mir dann, nee. Na, gerne machst du das. Ja, so. Oder wenn du anhalten wirst. Irgendwann kann ich mein Headset noch mal anhalten. Das war der Hammer. Der höchste Pass Europas. Hier ist nochmal das Schild zum Beweis. Und der ganze Berg ist anscheinend eine Art Bunker, oder auf jeden Fall die Spitze oben, die von 1960 bis 61 gebaut wurde. Und wir haben auch wieder eine sehr schöne Aussicht. Ich muss mich an dieser Stelle selbst korrigieren. Die Passstraße auf dem Col de la Bonette ist trotz ihrer 2715 Metern nicht die höchste asphaltierte Passstraße Europas. Die an dem Denkmal angegebenen 2802 Meter beziehen sich auf einen Teil der Rundschleife, die um die Bergspitze führt. Oxford Languages definiert einen Pass als niedrigsten Punkt, der zwischen zwei Bergrücken oder Kämmen, der einen Übergang über einen Gebirgszug ermöglicht. Eine Passstraße ist somit die Straße, die die Überquerung eines Passes am niedrigsten Punkt ermöglicht. Die Rundschleife gehört nicht zum Pass, da man den Bergrücken auch an einem niedrigeren Punkt überqueren kann. Die höchste Passstraße der Alpen, Col d'Iseran, ist etwas weiter nördlich und 2770 Meter hoch. Der Titel Höchste Straße Europas geht an die Pico del Veleta in der Sierra Nevada, Spanien. Diese Strecke kann man jedoch nur auf einer Höhe von 2550 Metern frei befahren. Danach folgt eine Schranke und man braucht eine Ausnahmegenehmigung für die Weiterfahrt. Zudem ist es eine Sackgasse und keine Passstraße. Insgesamt kann man sagen, dass die Passstraße auf dem Col de la Bonette eine der höchsten frei befahrbaren Verbindungsstrecken in Europa ist.